Querdenkermusik zum großen österreichischen Zapfenstreich und probieren. Sehr geehrte Damen und Herren, während die Militärmusik Burgenland umgruppiert und Kadetten der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit mit ihren Fackeln Aufstellung ziehen, darf ich Ihnen einige Erklärungen zum großen österreichischen Zapfenstreich geben. Seit dem frühen Mittelalter wurde der Beginn der Nachtruhe in den Heerlagern durch ein Trommelsignal, den sogenannten Zapfenstreich, angekündigt. Man nimmt an, dass mit diesem Signal der Marketender den Zapfen des Schankfassers hineinschlagen, also streichen musste, um so den Ausschank zu beenden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts, als diese Heerlager immer größer wurden, marschierten Feld- oder Lagermusiken durch die Lager und kündigten die Nachtruhe mit einem Musikstück, dem alten Zapfenstreich, an. Erst später, als in den Armeen Hornsignale eingeführt wurden, übernahm der Hornist die Aufgabe, die Nachtruhe anzukündigen. Im Verlauf vieler Jahrzehnte entstand daraus immer mehr ein Zeremoniell, das sich schließlich zum großen Zapfenstreich entwickelte. Der große Zapfenstreich des österreichischen Bundesheers in seiner heutigen Form besteht aus drei Teilen und ich darf Sie ersuchen, wenn Sie klatschen möchten, das erst am Ende zu tun. Die Einleitung stellt die aus der Ferne immer näher kommende Feldmusik mit der Lagerwache dar, so wie sie sich vielleicht um 1700 angehört haben mag. Leise beginnende und immer lauter werdende Trommeln, die von der damals üblichen Besetzung mit Flöten, Oboen, Klarinetten und Trompeten begleitet werden, tragen